Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Elex mit dem Falk, mein neuer Freund, der Falk. Ich würde ganz gerne, die pennen aber gerade alle, ne? Dann sollten wir uns auch nochmal vielleicht hinlegen gerade. Müssen wir da mal hoch. Oh, ich muss gerade zur Luft kommen, es hat an der Tür geklingelt, ich bin gerade so gerammt. Warum auch immer. So, hier war doch irgendwo ein Bettchen, ne? Ich würde nämlich nochmal gucken, wegen diesem Giftresistenzpunkt. Oh Gott, Giftresistenzpunkt. Den würde ich mir ganz gerne gönnen. Wenn wir uns den leisten können. Denn wir haben ja da noch dieses eine Ding, wo wir noch rein können. Ne? Hier war doch das Bett irgendwo. Ich sehe gar nichts gerade, aber es war hier. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Darwin sage ich jetzt schon, wegen... Ach, schon gut. Oh, schön. Falk bleibt stehen. Ich bin nämlich die ganze Zeit im Überlegen. Ich hatte nämlich gerade gesagt, Darwin gegen Goliath, ne? Das war David, oder? Nicht Darwin. David. Ich weiß nicht, Darwin? Darwin oder David? Ist ja auch egal. Irgendwas mit Darv war es auf jeden Fall. Darv. Dann schauen wir mal, der Lehrer. Du warst es nicht, ne? Aber du hattest auch irgendwas. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Ja. Ja. Fernkampf könnten wir bei ihm lernen. Als Schusswaffen, ne? Schusswaffen, ich weiß nicht, gilt Schusswaffen auch Bogen? Bin mir nicht sicher. Komm, Falk. Warte mal, jetzt will ich aber gleich mal gucken. Ach. Na, sieh mal einer an. Nicht viel, aber immerhin etwas. Okay. Okay. So, hatte der jetzt noch irgendwas? Du kleiner Pisser. Nee, bei dem können wir nur wegen dem Kleriker. Der Kleriker. Also, er ja hatte Giftresistenz. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Ja. Aber diese Panflötenmusik, Strahlung, wäre eigentlich auch interessant, aber 30 Konsti brauchen wir da. Okay. Okay, hat sich erledigt. Danke. Danke für gar nichts. Können wir an der Werkbank uns vielleicht nochmal ein paar Sachen herstellen? Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt gerade gesammelt haben. Die stehen hier immer noch alle. Oh, warte mal. Ha! Hat gerade keiner gesehen. Sehr gut. Sehr gut. Ring der Vitalität war das, glaube ich, gerade, ne? Wofür ist denn überhaupt dieser... Das unverkäuflich, kybernetische Technologie, die unter der Haut des Unterarms implantiert wird, wird zur Datenspeicherung und Steuerung von Maschinen verwendet. Da können wir uns Sockel einsetzen. Okay. Waffe modifizieren. Geht nicht. Aber hier könnten wir... Ah, wir müssen Sockel einsetzen lernen. Wir sollten als erstes Sockel einsetzen lernen. Voraussetzung Sockel einsetzen. Sollten wir mal im Hinterkopf behalten. Gut, Alchemie hatten wir gelernt. Das war ganz praktisch. Großer Heiltrank. Mächtiger Heiltrank. So, wir stellen uns mal... Wein haben wir nicht mehr. Großer braucht Heiltränke. Die können wir aber machen. Hm,
Haben wir die Kleinen mal zu Großen gemacht? Wein, wir brauchen mehr Wein. Mana brauchen wir nicht. Hier sind die Sockel, ne? Ring der Vitalität. Goldschmied bräuchten wir dafür noch. Okay, aber wir müssen erstmal wirklich Sockel einsetzen, erlernen. Es regnet schon wieder. Pfui, pfui. Gut, er hat uns Neuland, eine neue Quest. Wir haben hier aber nochmal die Gesetze der Berserker. Spurlos verschwunden. Stormson, stimmt. Offene Rechnung. Alter, rein. Ornir. Wie der mit ihm handelt. Wo ist denn der? Der Ornir. Da hinten. Komm, dann gehen wir mal mit Ornir quatschen und fragen mal. Das ist der mit dem Outlaw. Also der Outlaw wartet da draußen und will mit ihm handeln. Mal gucken, was der Ornir dazu zu sagen hat. Oder was da los ist. Ich meine, das ist ja jetzt nicht verboten, oder? Ich glaube, von den Gesetzen her haben die nicht gesagt, dass das verboten ist, mit Outlaws zu handeln. Gucken, ob wir hier nochmal so einen Wasserfall haben. Hier ist er. Was ist denn das Lila, ne? Was ist denn da Lila? Auf der Karte, auf der Mini-Karte. Irgendwas Lilanes. I don't know. Ah, was für ein Wetter hier. So, Onje. Wo ist er? Das war der mit den Spezialwaren, ne? Der auch immer uns die Sachen abkaufen wollte, oder? Nee, doch nicht. Wer rennt denn da? Warum ist denn der weiß? Seht ihr den da? Warte mal. Warum? Warum ist der weiß auf der Karte? Da vorne rennt er. Wer ist das? Hä? Corin? Wo rennt denn der Corin hin? Den haben wir doch seine Waffe. Corin! Hä? Also das ist der, dem wir seine Waffe wiedergebracht haben gerade. Oder in der letzten Runde. Corin! Ich kann auch nicht mit ihm sprechen. Corin! Corin! Lass uns joggen! Wo rennst du hin, mein Freund? Das ist dein Problem. Rede mit mir. Vielleicht kann ich dir wieder helfen, Corin. Haben sie dich schon wieder losgeschickt, Waffenteile zu suchen? Corin, pass auf, da vorne! Corin, da ist ein Monster! Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Corin! Was macht denn der Corin jetzt? Diese Konverter sind unmenschlich. Gut, wenn sie stillgelegt sind. Hä? Jetzt geht er wieder in die andere Richtung? Hattest du noch eine offene Rechnung mit dem oder was? Jetzt geht der Corin wieder woanders lang. Diese Konverter sind unmenschlich. Gut, wenn sie stillgelegt sind. Corin, du bist komisch. Ich weiß ja nicht. Na gut. Anscheinend geht der Corin jetzt wieder zurück ins Dorf. Warum? Keine Ahnung, was für eine Aktion war. Vielleicht hat er was verloren auf dem Weg. Bestimmt die Teile, die wir ihm gebracht haben. Gut, eigentlich wollten wir ja mit dem Ornir sprechen, ne?
Dann machen wir das mal. Hatte mich nur gewundert, weil der auf einmal so eine, ein weißer Fleck auf der Karte war, der Corin. Corin, der weiße Fleck. Also Ornir. Na. Wie lange wir uns in diesem Berserkerdorf hier aufhalten, ne? Schon krass, ey. Ich weiß nicht, ist das normal? Ich hoffe. Steht da jemand? Ne, hier ist so eine Fackel. Orans Schuldenbuch? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie auch immer. Einer muss den Sauhaufen hier führen. Okay, wir gucken gleich mal rein da in sein Schuldenbuch. Wenn er es da rumliegen lässt, selber schuld. Hier war das. Mit ihm wollte ich nochmal sprechen. Hatte ich dir nicht einen Auftrag erteilt? Ja, es lief nicht ganz wie geplant. Jemand anderes hat die Maschinenteile dringender benötigt. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich benötige sie. Corin ebenfalls und essen wird er sie nicht. Nun gut. Dennoch bin ich unzufrieden. Er hatte seine Chance. Und es war dein Auftrag. Aber sei es, wie es will. Ich habe zu tun. Okay. Ornin handelt mit geklautem Schrott. Nee, warte mal. Mit dem müssen wir erstmal sprechen. Ist doch egal, ob jetzt Corin dir die Dinger bringen oder ich. Komischer Typ. Da ist er. Ornir. Was macht denn der jetzt? Ornir, nicht springen. Hör auf. Ornir. Ornir, es hat noch einen Sinn. Ornir, hör auf. Oh Gott. Ornir, mach mir doch keine Angst. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Dafür, dagegen? Gesetze? Gesetze? Du kennst unsere Gesetze nicht? Interessant. Oh, ihr würdet sich das merken. Naja, wir kennen die ja. Wer bist du? Mit ihm haben wir anscheinend noch gar nicht geredet. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheiß-Meteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Tja, hätte Fahrradkette. So, wieso fragst du denn nach den Gesetzen? Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da wundert es mich nicht, dass du unsere Gesetze nicht kennst. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Okay, wobei soll ich dir helfen? Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Ja, Big B. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Ja, das ist der Big B. Der Big B wartet auf dich. Hast du Probleme mit den Outlaws? Warum kümmerst du dich nicht selbst darum? Was genau soll ich machen? Sollen sich doch die Wachen darum kümmern. Hast du Probleme mit den Outlaws? Hast du ein Problem mit Outlaws? Natürlich! Diese Bastarde wollen doch nichts anderes, als sich selbst zu bereichern. Anarchisten ohne Anstand und ohne Sinn für das Gesetz. Mehr sind sie nicht. Okay, warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt, was ungefähr das gleiche bedeutet. Okay, also dürfen die sich anscheinend doch nicht mit denen treffen. Gut, ja, können wir ihnen nicht sagen, dass wir schon mit dem gesprochen haben? Sollen sich doch die Wachen darum kümmern? Was genau soll ich machen? Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Ich kümmere mich um dein Problem. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Danke. Okay, jetzt können wir. Ich habe den Outlaw gefunden. Ich habe den Outlaw gefunden.
Ist er tot? Nein, ich habe mit ihm geredet. Ach, scheiße. Er möchte, dass du den Handel mit ihm wieder aufnimmst. Du weißt also Bescheid, hä? Aber das kann er vergessen. Wenn einer von Angrims Spitzeln auch nur das Geringste mitbekommt, dann bin ich tot. Oder Schlimmeres. Ja, okay, wegen des Outlaws? Wegen des Outlaws. Ja. Was genau war das Problem? Was genau war das Problem? Warum ich aufgehört habe zu schmuggeln? Angrim überwacht die Elex-Schwingungen in der Gegend. Das Risiko beim Schmuggeln von Maschinenteilen ist einfach zu groß geworden. Du könntest die Elex-Schwingungen verschleiern. Handwerk 3 haben wir nicht. Sukzession haben wir auch nicht. Das Risiko ist gar nicht so groß. Das sollte für dein Risiko reichen. 300 Splitter. Warum soll ich ihnen denn 300 Splitter geben, damit er wieder mit dem anderen da handelt? Andererseits kann es vielleicht nicht schaden, wenn wir ein Outlaw uns mit wenigstens einem Outlaw gut tun. Das sollte für dein Risiko reichen. So wichtig ist es dir? Na gut, ich werde den Handel wieder aufnehmen. Allerdings werde ich kein Wagnis eingehen. Sobald auch nur die Spur eines Verdachtes gegen mich besteht, werde ich alle Verbindungen kappen. Okay, ich werde wieder mit Bigby handeln. Das kannst du ihm sagen, wenn du möchtest. Gut, okay. Ja, wie gesagt, kann vielleicht nicht schaden, wenn wir einen Outlaw auf unserer Seite haben, falls wir dann irgendwie mal bei denen sind. Können wir sagen, ey, wir kennen Bigby. Problem ist dann nur, falls Bigby irgendwie so voll das Arschloch ist und dann alle sagen, du bist ein Freund von Bigby, schnappt ihn euch. So, dann wollen wir mal zu Bigby runtergehen und ihm die frohe Kunde mitteilen. Und hoffen, dass er uns irgendwie ein bisschen entlohnt. Das hat mich 300 Splitter gekostet. Mann! Wie soll man denn so schnell so viele Punkte verteilen? Ich meine, 3 auf Handwerk? Oder hatten wir... Ah, vielleicht hätten wir das sogar schon gehabt. Ach Mist, jetzt habe ich's... ich weiß nicht. Es kann sein, dass wir auf Handwerk schon ein paar Punkte haben. Ich weiß es doch auch nicht. Bigby! Aber der Orni ist ja auch gut, ne? Nur weil er Schiss hat, erwischt zu werden, will er gleich hier, dass wir den aus der Ferne töten. Wie er auch noch so gesagt hat. Töte ihn aus der Ferne. Na, komm her. Ich hab jetzt einen Kumpel. Aua. Nein. Aua, warum nennt er auf mich? Geh weg. Jawohl, schlag zu mit deinem Hammer. Aua. Kuh. Attacke. Jawohl. Das läuft. So, mal ein bisschen schnappulieren. Hau dir rein. Eins kriegen wir wieder. Gut, Bigby, Bigby, der war da vorne, ne? Bei diesen Öl-Dingern. Wenn das halt Ölpumpen überhaupt sind. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht erfahren wir es früher oder später. Oh Gott, Alter, ich habe mich voll erschrocken. Lass ihn doch warten. Ja, die sind so schnell. Nein, keine Pfeile mehr. Finish move. Okay, ich brauche wieder Pfeile. War jetzt ein bisschen verschwenderisch. Schade, dass man die Pfeile nicht im Nachhinein wieder aufsammeln kann. Bigby. Vielleicht handelt wir der Bigby ja auch unsere mit uns. Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Ja, tu das. Bigby. Guck mal, wie er hier auch neben so einem Fass steht, ne? Wir hätten schön da auf dieses Fass schießen können. Urien will wieder mit dir handeln. Ornir wird wieder mit dir handeln. Sauber. Hier hast du die Splitter, die eigentlich für ihn gedacht waren. Dann werde ich mal auf ihn warten. Toll. Vielen 150. Dank nochmal. Haben wir 150 Verlust gemacht? Lass mich in Ruhe, ich muss nachdenken.
Und haben nächstes Mal da was dafür. Warte mal, hier ist gerade irgendwas. So. Sorry. Na, hat sich ja voll gelohnt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Jägern hinten und schauen mal, dass wir neue Pfeile uns besorgen. Die hatten ja immer welche. Die brauche ich. Pfeile finde ich gut. Wo? Wo? Mann. Ich sehe die immer nicht. Setzerbrot. So, wo waren die nochmal? Besser ist das für dich. Irgendwo in dieser Richtung müssten die eigentlich gewesen sein. Komm her. Ein Kampf. Immer runter. Juhu! Guck mal, sieht aus, als wenn sich hier jemand versteckt hätte. Ist aber keiner. Ach ja, da oben. Da waren wir auch schon mal, ne? Hui! Hui! Mal gucken. Hier ist aber nichts nachgespawnt. Okay. Vielleicht hatte ich den einen Raum da wirklich dann übersehen gehabt. Oder also beziehungsweise bin gestorben und habe dann nicht nochmal gespeichert. Da drüben könnten wir dann vielleicht nochmal versuchen reinzugehen. Da war ja noch dieses dieses Giftding. Vielleicht probieren wir das einfach mal danach. Da vorne müssen wir hin zu diesem Turm. Ich hoffe, der hat jetzt auch wieder Pfeile. Wir hatten den ja letztes Mal alle abgekauft. Ich weiß nicht, wie schnell die nachproduzieren. Wo ist er? Mein Freund und Helfer. Kippen? Nee. Wir haben immer noch nichts verkauft, ne? Eigentlich müsste ich vielleicht langsam mal anfangen, ein paar Sachen zu verkaufen. So, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Hast du Pfeile? Ja, 80 Stück. Das heißt, das sind nochmal 160. Boah, naja, okay. Okay. Ist mir wert für die Pfeile. Na gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Dann. Tja, was machen wir dann? Vielleicht gehen wir dann mal in das Haus rein und versuchen es dann nochmal mit dem Gift. Weißt du? Müssen wir uns so ein Stimpack reinballern? Wir haben 4 Stück. Ich weiß nicht, ob der Falk auch welche braucht. Ich hoffe nicht. Ansonsten hat der Falk ein Problem. Naja, wir werden es sehen. Alles klar, ihr Lieben. Dann danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Elex. Bis dann. Bye, bye.